So, und wie versprochen geht es schon wieder weiter. Ich muss mal kurz gucken hier. Ja, alles gut, alles gut. So, und wir begeben uns hinauf in das 65. Stockwerk. Fast wären wir fälschlicherweise eine Etage runtergegangen. Schlüsselobjekt Midgard-Teile. Wir müssen hier immer ein Teil nehmen, beziehungsweise wir können immer eine Kiste öffnen. Oh, dann kriegen wir einen Teil von Midgard. Und dann müssen wir das einsetzen in dem Modell in der Mitte dieser Ebene. Und dann öffnet sich eine neue Kiste. Die müssen wir Stück für Stück aufschließen. Ja, ich glaube, aufschließen ist das richtige Wort. Lokokraut. Meinetwegen. Weil hier, guckt da, abgeschlossen. Und wir müssen die auch in einer bestimmten Reihenfolge öffnen. Midgar, geboren aus der Marco-Energie, die der Welt entzogen wird. Teile des Modells fehlen, Midgar-Teile einlegen. Klingt, als hätte sich was geöffnet. Ah, Schmackofatz. Das kann gar nicht sein, was hier gerade abgeht. Ohne Scheiß, das ist immer dieselbe Reihenfolge. Es war noch nie eine andere Reihenfolge beim Öffnen dieser Truhen. Normalerweise ist der Raum oben links die untere, dann der Raum unten links die untere, dann oben links die obere, dann unten links die obere und dann der, den wir eben geholt haben. Das finde ich jetzt sehr verstörend. Klingt, als hätte sich etwas geöffnet. So, das letzte Midgard-Teil. Und damit wäre das Modell vollständig. Früher war hier noch irgendwie, da konnte man sich noch einen Satz zu dem achten Sektor anhören, dass der im Bau ist und schon ewig lange und keine Ahnung was. Den hatten wir schon beklaut, ne? Ja, das war ja nur ein Hammerblaster. Der hatte, glaube ich, die Echo-Bombe. Aber jetzt irgendwie kam dieser Satz bezüglich Sektor 8 nicht mehr. Schade. Wer bist du? Mensch, mir stinkt es ganz schön, all diese Akten zu schleppen. Aber ich treffe viele Typen. Das ist wohl der Vorteil, wenn man Sekretärin ist. Kommt mir das nur so vor, da stinkt der Konferenzraum wirklich. Von irgendwo kommt da ein seltsamer Geruch her. Ja, Alter, dann zieh dir mal ein neues Paar Socken an. Sie haben noch eine Exekutivbesprechung. Ob es wohl um den Zwischenfall mit der Platte geht? Übrigens, hörst du manchmal im Badezimmer von irgendwo flüstern? Komm, wir bauen die Zukunft von Marco. Ja, das heißt wahrscheinlich mit Marco. Da fühle ich mich, als ob ich tatsächlich am Leben bin. Das Gefühl, diese Welt zu bewegen, nur mit meinen Händen. Phew! Alter, hier stinkt's ganz schön. Man sollte seine Wurst auch wegspülen, wenn man da schon eine reinsetzt. Ungeheuerlich. Wow, so viele Anzüge. Wir haben die Schadenseinschätzungen für Sektor 7. Unter Einbeziehung der bereits eingerichteten Fabriken und Investitionen beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 10 Milliarden Gil. Die Kosten für den Wiederaufbau von Sektor 7 belaufen sich. Wir bauen nicht wieder auf. Was? Wir lassen Sektor 7, wie er ist. Und fangen den Neo-Midgard-Plan wieder an. Und das alte Volk? Das verheißene Land wird bald uns gehören. Ich will, dass du die Marco-Sätze erhöhst. 15% in jedem Gebiet. Sätze hoch, tralala. Und bitte berücksichtige auch unser Raumprogramm im Budget. Weave und Scarlet verteilen die zusätzlichen Einnahmen aus der Erhöhung. Oh Mann. Das ist ein geldgeiler Sack. Mein Herr, wenn sie die Sätze erhöhen, verlieren die Leute das Vertrauen. Das haut schon hin. Die ungebildeten Bürger verlieren nicht das Vertrauen. Sie werden Shinra Inc. noch mehr vertrauen. Schließlich waren wir es, die Sektor 7 vor Avalanche gerettet haben. Dieser verfluchte Wichser. Hoyo, wie geht's dem Mädchen?
Als Subjekt ist sie nicht so gut wie ihre Mutter. Ich bin noch dabei, sie mit ihrer Mutter Ifalna zu vergleichen, aber momentan ist der Unterschied 18%. Wie lange wird die Arbeit dauern? Wahrscheinlich 120 Jahre. Wahrscheinlich ist es unmöglich, sie zu unseren Lebzeiten abzuschließen oder zu Lebzeiten des Subjekts. Deshalb überlegen wir uns, ob wir sie züchten sollen. Dann könnten wir eine produzieren, die unsere Forschungsarbeit über lange Zeit aushält. Was ist mit dem verheißenen Land? Wird es unsere Pläne nicht behindern? Darauf muss ich meinen Plan stützen. Die Mutter ist zwar stark, zeigt aber trotzdem Schwächen. Damit ist unsere Besprechung beendet. Etwas stinkt hier. Dann zieh den Schlüpper hoch, Alte. Sie sprachen über Elvis, oder? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Gehen wir ihnen nach. Mir ist in der Tat aufgefallen, dass da eben als Scarlett gesagt hat, dass irgendwas stinkt, Barrett darüber stand, aber das ist einfach ein Fehler. Ganz einfach. Hoyo. Oh, gib Gas, bevor die Tür zugeht. Die Tür kann natürlich nicht zugeben, gehen, keine Angst. Ich erinnere mich an ihn. Diesen Hoyo-Typ. Er ist Chef der wissenschaftlichen Abteilung der Shinra. Cloud, kennst du ihn nicht? Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Also, so sieht er aus. Eieiei. Was er mit uns angestellt hat, wir werden es herausfinden. Und wir werden ihn bezahlen lassen. Das Dreckschwein. Mal sehen, das Subjekt nach dem Hoyo gefragt hat, ist... Carbonreif, meine Freunde. Das ist jetzt in unserem momentanen Spielstand das Nonplusultra-Rüstungsitem, das wir hier haben können. Und natürlich brauchen wir das mehr als einmal. Ich wüsste gerne, zwei. Ach, du hast noch gar nichts aufs Maul bekommen. Das gibt's ja wohl nicht. Komm. Wir brauchen noch einen zweiten Carbonreif. Äh, 206. Oh, wir müssen schon wieder heilen. Los, beglücke mich. Oh. Come on, Baby. Ich dachte, wir wären Freunde. Oh. Komm schon, sei meine Freundin. Klau den Carbonreif für mich. Bei dem anderen ging es doch so schnell. Freunde, es tut mir leid. Ich kann euch jetzt schon mal prophezeien. Dieser Diebstahl wird den kompletten Part in Anspruch nehmen. Leider. Ich habe es mir nicht so ausgesucht, aber was will man machen? Carbonreif, da ist er. So, hier, Attacke. Mindblow. Mindblow? Früher hieß es, glaube ich, MP-Vernichter. Ich muss sagen, also Mindblow ist natürlich geiler als MP-Vernichter, aber wieso haben sie das Englisch gelassen? Haben sie wahrscheinlich einfach nur vergessen zu übersetzen. Aber finde ich cool. Mindblow. Oh. Schön. Schön. Oh, verstecken. Diese pixelige Gestalt, dieses gelbe, zackige Ding, das wird unmöglich im Kopf sein. Never ever. Ist das das Subjekt von heute? Ja, wir fangen sofort an. Setz es auf die höhere Stufe. Mein teures Subjekt. Teures Subjekt? Wird es für ein biologisches Experiment benutzt?
Genova. Jetzt beginnt es so langsam. Jetzt beginnt unsere eigentliche Reise. Naja, jetzt noch nicht, aber wir werden darauf vorbereitet. Aber dieser Tinnitus. Genova, Sephiroth, also sie haben es hierher gebracht. Cloud, sei stark. Hast du es gesehen? Was gesehen? Es bewegt sich. Noch am Leben? Wo ist dein verdammter Kopf? Das ganze Hirn verbrannt. Lass uns weitermachen. Substanz Gift erhalten. Na gut. Passt auf, aus einem Mithril-Armband wird ein Carbonreif. Aus einem Mithril-Armband wird ebenfalls ein Carbonreif. Ja, das passt. Gift haben wir bekommen. Da. So, Gift, Nebenwirkung. Dam, da, da, dam, da, 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 dam. Ja, das soll so passen. Wir kontrollieren nochmal. Halbieren Gift. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Schön, schön, schön. Psycho auf alle Gift. Ja, ich dachte, das ist ein Schokobo-Gemüse. Ich dachte, das ist irgendwas zum Füttern. Was? Alter, was ist Psycho? Mann, was haben die denn hier alles übersetzt? Wieso haben denn die ganzen Items und Zaubernamen geändert? Da kann doch keiner mehr was mit anfangen. Psycho auf alle Gegner. Alter Falter. Wir heilen einmal, weil jetzt kommt gleich ein Bosskampf. Intelligenterweise speichern wir davor auch. So, das dürfte jetzt der hier sein. Das, was nie passiert ist, haben wir jetzt überschrieben, so wie sich das gehört. Und wir steigen auf. Aeris. Aeris? Oh, so heißt sie also? Was willst du? Wir nehmen Aeris wieder mit. Außenseiter. Hättest früher merken sollen, du. Es gibt so viele frivole Dinge auf dieser Welt. Wollt ihr mich töten? Das solltet ihr nicht, glaube ich. Die Maschinen sind sehr empfindlich. Wer würde sie bedienen, wenn ich nicht mehr wäre, hm? Das stimmt. Ich würde sagen, du solltest logisch denken, bevor du voreilig handelst. So, bring das Subjekt rein. Cloud, Hilfe! Verdammt, was machst du denn da? Einer gefährdeten Art Beistand leisten. Beide sind kurz vor dem Aussterben. Wenn ich nicht helfe, werden all diese Tiere verschwinden. Tier? Das ist schrecklich. Er ist ein Mensch. Dafür wirst du bezahlen. Barrett, kannst du nichts tun? Also gut, zurücktreten. Stopp! Was machst du? Oh, meine teuren Subjekte! Jetzt hast du die Chance, Aeris zu schnappen. Danke, Cloud. Cloud, was ist los? Der Aufzug bewegt sich. Das ist kein normales Subjekt. Das ist ein sehr wildes Subjekt. Er ist ziemlich stark, ich helfe euch raus. Es hat gesprochen? Später spreche ich so viel du willst, Fräulein. Wir übernehmen das Monster. Kann jemand Aeris an einen sicheren Platz bringen? Barrett, pass auf sie auf. Das ist wieder fürs Date mit Barrett. Man muss ihm einfach vertrauen. Wie heißt du? Hojo hat mich Red 13 genannt. Ein Name, der für mich keinerlei Bedeutung hat. Nenn mich, wie du willst. Ich habe mir schon vorher Gedanken gemacht, ob ich ihn Nanaki nenne. Das ist ja sein eigentlicher Name, aber das wissen wir jetzt ja noch nicht. Und ich würde sagen, wir lassen das einfach mal so, wie es ist. Komm schon. Ich glaube, bei den kleinen Wollknollen, da gab es nichts zu stehlen. Genau, das ist gut. Und bei dem Dicken hier, hatte der was? Der hat auch nichts, ne? Das macht die Sache einfach. Nein! Hä,
Was macht ihr hier? Oh ja, du kannst dich heilen. Ich bin völlig verwirrt. Ich hab bei dem Bosskampf so viel Angst. Ja, ich glaube, gegen Bio ist er immun, ne? Rein Technar. Das heilt den auch noch. Hätte ich mal von Berit das Feuercloud gegeben. Das hätte uns natürlich weitergeholfen. Oh, du hast kein Feuer. Ich guck immer wieder, weil ich eben die ganze Zeit zwei Leute mit Feuer hatte. Nee, hatte ich nicht. Ich hab ja nur einmal Feuer, weil ich mir das zweite Feuer ja nicht gekauft habe, weil wir ja wussten, dass wir das hier kriegen. Ah, so. Talisman. Elvis, bist du okay? Sie scheint okay zu sein, in vielerlei Hinsicht. Ich habe auch das Recht zu wählen. Ich mag keine zweibeinigen Dinger. Was bist du? Gute Frage, aber schwer zu beantworten. Ich bin, was du siehst. Du hast bestimmt viele Fragen, aber lass uns erst von hier weg. Ich gehe voraus. Cloud, du bist also doch gekommen, um mich zu holen. Entschuldigung für den Auftritt dort hinten. Ich habe nur vorgetäuscht, um Hoyo abzulenken. Nachdem wir Eros jetzt gerettet haben, brauchen wir uns in diesem Gebäude nicht mehr aufzuhalten. Verdammt nochmal, raus hier. Wenn wir alle fünf zusammengehen, werden wir bestimmt bemerkt. Lass uns in zwei Gruppen gehen. So, erstmal wollen wir die Gruppe ändern. Und zwar, ebenfalls wieder für das Date, nehmen wir Berit mit und keins von den Mädels. Red 13 ist keine Gefahr für uns. Mit dem können wir eh nicht aufs Date gehen. Never ever. So, Carbon, du hast Mithril. Jetzt hat Tifa natürlich Carbon. Das kannst du natürlich kriegen. Du bekommst das Mithril-Armband. Achso, und das andere Carbon-Armband komme ich jetzt gar nicht ran, ne? Außer wenn ich jetzt nochmal tausche, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ne, dann passt das schon so. So. Wir ändern das hier mal kurz. So, Heilung auf alle. Blitz, Eis. Du kannst deine Waffen ablegen. Deine Substanzen ablegen. Du hast Feuer auf alle. Jetzt machen wir Blitz auf alle. Dann hast du hier noch Hitze. Und dann behältst du aber den Schutz. Du hast Analyse. Du brauchst auch unbedingt einen Raub. Hitze auf alle. Dann bekommst du noch die Heilung rein. Dann haben wir einen Platz noch. Gewitterkälte, Genesung, alle. Was wollen wir denn mal dringend leveln? Naja, jetzt am Anfang ist eh egal. Nimm. Ja, ist ja egal. Hier, du kriegst Blitz mit Nebenwirkung und dann kriegst du hier. Oh. Oh, Mensch. 130, das ist deins. Wieso habe ich da schon mehr AP als da? Oh nein, jetzt ist das durcheinander gekommen. So, wir heilen Bieren Blitz und sind gegen Gift geschützt, genau. So, ich hätte gerne noch einen Carbonreif. Ich bin fertig, bis später. Wir warten beim Aufzug im 66. Stock. Wir gehen zuerst, wir treffen uns beim Aufzug, bla bla bla. Substanz Feindes können erhalten. Super, superb. Trank, Trank. Oh, jetzt hast du gar kein Anelei mehr. Was habt ihr mir zu bieten? Ah! Also irgendwie scheint mir das, das
Es scheint mir fast zu haken, wenn ich nicht in dreifacher Geschwindigkeit bin, aber das Problem ist gerade, dass die ganz schön aufregend sind, wenn wir normal kämpfen. So, ja. Ja, egal jetzt. So, mit einem kommen wir klar, denke ich. Dum, 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 dum. Gib mir, was du hast. Soldat dritter Klasse. Komm schon. Leute, es tut mir echt leid, dass wir so viel Zeit immer mit dem Stehlen verbringen, aber wir müssen ja im Normalfall, außer wenn es was ist, was war, Hartklinge. Oh, einwandfrei. Aber wir wollen ja komplett 100% und dazu gehört hier auch ja nichts zu verpassen und die Gegner zu bestehlen. Und jetzt schon wieder sind wir ein gutes Stück stärker geworden, indem wir ein Schwert bekommen haben, das wir eigentlich erst ein ganzes Stück später bekommen hätten. Fast verdoppelt die Kraft. Von 18 auf 32. Und natürlich neue Materia-Schächte. Machen wir so. Machen wir das so. Nein, bitte bring mich nicht um. Ich habe nur gemacht, was Hoyu mir befohlen hat. Als Beweis, hier, das ist die Codecard zum 68. Stock. Würde ich das tun, wenn ich der Feind wäre? Schlüsselobjekt, Codecard 68. Ne. Trank. Hey, was ist das? Nach oben, bitte. Turks, es ist eine Falle. Das muss ja richtig aufregend gewesen sein. Hat es dir Spaß gemacht? Haben sie euch also auch erwischt? Wo ist Elvis? An einem sicheren Ort. Sie ist der letzte Nachkomme des alten Volkes. Weißt du nicht? Sie nannten sich Cetra und lebten vor tausenden von Jahren. Jetzt sind sie nur noch eine Seite im Buch der Legenden. Cetra, das Mädchen, ist ein Nachkomme der Cetra? Cetra oder das alte Volk zeigt uns den Weg zum verheißenen Land. Ich verspreche mir viel von ihr. Das verheißene Land, ist das nicht eine Legende? Es ist zu interessant, es nicht weiter zu verfolgen. Das verheißene Land soll fruchtbar sein. Wenn das stimmt, dann muss es da auch Marco geben. Genau, deshalb brauchen wir unsere teuren Marco-Reaktoren. Die Marco-Energie wird von selbst ausströmen. Dort wird neu Midgar erbaut, Shinras neuer Meilenstein. Aber Scheiße, du träumst wohl! Ach, weißt du denn nicht? Heutzutage braucht man zur Verwirklichung seiner Träume nur Geld und Macht. So, das wäre alles. Ende der Unterhaltung. Platz da. Moment, ich hab dir noch viel zu sagen. Wenn du noch was willst, sprich mit meiner Sekretärin. Leb wohl, Alter. Psst, können wir aussteigen? Bisschen schwierig. Psst, gib nicht auf. Das war wieder für das Date. Auch wieder fürs Bait. Fürs Date. Zuerst mit Barrett. Zuerst an Barrett denken, zuletzt an Elvis. Hey. Elvis ist vom alten Volk und der wirkliche Name des alten Volks ist Cetra. Die vom alten Volk wissen, wo das verheißene Land ist und die Shinra suchen das verheißene Land. Ich kenne das verheißene Land nur aus Geschichten. Ich weiß nicht, ob es wirklich existiert. Stimmt das? Die Shinra glauben, dass das verheißene Land voller Marco-Energie ist. Das heißt, sobald die Shinra dort ankommen, saugen sie die ganze Marco-Energie auf. Und das Land wird verkümmern, der Planet wird schwächer. Ich kann sie nicht einfach machen lassen. Ich rekrutiere neue Mitglieder. Ich, Tifa, Cloud und Elvis auch. Wie wär's mit dir? Du bist so verdammt langweilig. Wie es wohl ready geht? Opa. Opa? Haha, Opa! Was ist denn so witzig? Nix. Wie es wohl Elvis geht? Cloud, bist du da?
Elvis, bist du in Sicherheit? Ja, ich bin okay. Ich wusste, dass Chloe zu meiner Rettung kommen würde. Hey, ich bin dein Bodyguard, okay? Die Abmachung war eine Verabredung, ja? Oh, ich verstehe schon. Tifa? Tifa, du bist auch da. Entschuldigung. Weißt du, Elvis, ich habe eine Frage. Was? Gibt es das verheißene Land wirklich? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, die Cetra wurden aus dem Planeten geboren, sprechen mit dem Planeten und öffnen den Planeten. Und dann, die Cetra werden ins verheißene Land zurückkehren. Ein Land, das höchste Glückseligkeit verspricht. Was heißt das? Mehr als Worte, ich weiß nicht. Sprechen mit dem Planeten? Was genau sagt denn der Planet? Er ist voller Menschen und es ist laut. Deshalb kann ich nicht verstehen, was sie sagen. Hörst du es jetzt auch? Ich hab's nur in der Kirche in den Slums gehört. Mutter sagte, Midgar sei nicht mehr sicher. Ich meine richtige Mutter. Eines Tages gehe ich aus Midgar weg, sprich mit dem Planeten und suche mein verheißenes Land. Das hat Mama gesagt. Ich dachte, wenn ich aufwachse, würde ich ihre Stimme nicht mehr hören, aber... Lasst uns einfach ein bisschen schlafen. Blam, bladam, bam, 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 bam. Die Tür ist offen. Wann ist sie aufgegangen? Was ist passiert? Tifa, wach auf! Was ist los? Irgendwas ist los, schau raus. Was wohl passiert ist? Er müsste den Schlüssel bei sich haben. Komm, Tifa, bring Elvis. Ich helfe Barrett und den anderen. Barrett, Red 13, komm mit mir. Wie seid ihr reingekommen? Warum ist die Tür offen? Was zum Teufel ist los? Das kann kein Mensch gemacht haben. Ich gehe weiter. Ich räume hier auf, dann könnt ihr schon mal weitergehen und lasst euch nicht von den Shinra fangen. Komm, gehen wir mit Red 13. Wie sieht's denn bei euch aus? Du hast noch Titan, du darfst auch Mithril haben. Du darfst jetzt den Talisman haben, du hast noch deinen Carbonreif, alles gut. Du bist so, wie du bist. So, du bist immer noch unsere Heilerin, so wie das schon immer der Fall war. Du ist egal, du bekommst alle. Du bist auch gut. Feuer ist jetzt natürlich einmal so. Ich muss kurz überlegen, wir können nochmal auf alle. Wir machen bei dir nochmal Blitz auf alle. Dann bekommst du natürlich auch ein Feuer. Du bekommst auf jeden Fall auch den Raub. Kannst du jetzt Kälte haben? Ja, kannst du. Dann bekommst du eine Analyse. Und du bekommst eine Analyse und einmal Schutz. Du bist bei deinem Limit eh am meisten hinterher. Das heißt, du kannst ruhig ein bisschen geschlagen werden. Lass dich schlagen. So, auf geht's. Alle kaputt. Wer bist du? Anal Y. Gegenmittel gestohlen. Alter, beim ersten Versuch. Wann haben wir das je erlebt? So. Beim ersten Versuch gestohlen. Naja, war ja auch nur ein Gegenmittel. Genova-Subjekt. Sieht aus, als wäre es im oberen Stock mit dem Aufzug für Subjekte. Alter. Ist es entkommen, Genova? Alter. Oh nein, die Kiste ist immer noch leer. So, Freunde. Jetzt. Hä? Lasst mich... Mithrilstange, Schutzstab. Ach so, eine Waffe habe ich ja geklaut, genau. So, Elvis hält natürlich nicht viel aus. Die ist jetzt ein bisschen hinterher. Na gut, Level 11 soweit auch nicht. Gut, dann war es das erstmal. Der Part ist jetzt schon knapp eine halbe Stunde lang. Wir speichern einmal. Der nächste Part sollte... Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte der letzte Part in Midgar sein? Danach
geht das Spiel richtig los und das Tutorial ist vorbei. Das 4-Stunden-Tutorial. Ich verabschiede mich erstmal wieder. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß und wünsche noch einen schönen Abend oder Vormittag oder Mittag. Was auch immer gerade bei euch so der Wecker sagt. So, dann macht's gut. Ciao, ciao.